So, ihr Lieben, das war die zweite angemeldete Rede für heute. Ich würde sagen, wir machen das offene Mikrofon jetzt wieder auf. Jetzt darf jeder sprechen, der jugendfreundlich, gewaltfrei und sich an einen guten Ton hält und in einem Rederahmen von unter 6 Minuten. Und jetzt ist Irmgard dran. Mein Name ist Irmgard und hier geht es ja um Thema Frieden. Ich möchte nur ganz kurz etwas vorlesen. Es gibt reichlich Veranstaltungen. Das heißt, Frieden suchen, Frieden finden. Frieden ist kein Zustand, sondern ein ständiger Prozess. Wir laden ein und, ich gebe es nachher da weiter. Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Und ich bin sehr verrückt, sonst würde ich hier nicht stehen. Danke. Hallo und guten Abend, ich bin Ilona. Ich möchte euch heute noch mal ganz persönlich zur 100. Mahnwache einladen am 23. Mai. Wieder hier, hoffentlich mit wesentlich schönerem Wetter dann im Mai. Und es gibt ja auch was ganz Besonderes. Unser Kielez Mohr, unser Rapper und Friedensaktivist, kommt uns unterstützen hierher nach Hamburg. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nicht nur selbst kommt, sondern auch noch ein paar mitbringt, weil es gibt wirklich sehr schöne Texte zu hören, sehr viel, was andere auch bewegen wird, sich mal ein bisschen den Hintern von der Couch hochzuholen und mal hier mitzumachen. Denn es sind so Sachen am Laufen, wo man eigentlich sagt, warum lassen wir das zu? Und dann möchte ich auch noch mal ganz herzlich meine Freunde einladen, die ich 2014 hier auf der Mahnwache kennengelernt habe und die sich leider irgendwie ein bisschen von uns abgesondert haben, andere Sachen machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei wärt, denn ihr braucht keine Angst haben, ihr seid immer auf der richtigen Demo. Wenn ich da bin, dann ist das auf jeden Fall die richtige Demo. Da könnt ihr dabei sein, da habt ihr Spaß, da macht ihr was Wichtiges. Und es wird euch gut tun, so wie es mir gut tut, seit über 2 Jahren hier aktiv zu sein und doch was zu unternehmen für den Frieden. Und lasst euch nicht spalten, lasst euch nicht gegeneinander aufhetzen. Es ist doch wirklich so, die da oben, die lachen sich ins Fäustchen. Die werden erst aufhören zu herrschen dort oben, wenn die unteren aufhören zu kriechen. Das ist irgendwie ein bisschen in Richtung Schiller, ganz genau weiß ich es heute nicht. Aber das sind alles solche Sachen, die uns unbedingt zusammenführen sollten, denn es wird gefährlich. An der gesamten Westgrenze zu Russland steht schweres Armeegerät, Geschütze, schwere Waffen und es wird immer gefährlicher. Viele NATO-Staaten sind da mit Soldaten unterwegs und Deutsche werden jetzt auch dort schon vor Ort sein. Also so ein Aufklärungskommando ist wohl aus Münster dort auch schon vor Ort. Und mir lässt das keine Ruhe. Also ich bin absolut dafür, Frieden mit Russland. Das ist ganz wichtig. Russland ist unser Partner in Europa und Russland gehört auch zu Europa. Das russische Volk mit seiner Kultur ist uns viel ähnlicher als alle anderen Politikdarsteller, die wir hier ringsherum um uns haben. Deswegen müssen wir unbedingt was unternehmen, zusammenkommen. Und der 23. Mai wäre ein schöner Termin. Ich möchte euch nochmal einladen mit dem Text von Kielez Mohr. Frieden ist nicht rechts, Frieden ist nicht links. Frieden ist die Kraft in deinem Herzen, in dir drin. Frieden ist der Weg, Frieden ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Tschüss, bis bald. Nur ganz kurz, was die Bewaffnung der russischen Armee betrifft,
Die haben beispielsweise haben sie Panzer, die zum Beispiel so ein künstliches holographisches Feld erzeugen können, wonach die Raketen abgelenkt werden oder auch vorzeitig gesprengt werden, auf die sie geschossen werden. Die haben die Möglichkeit, per ihrer Flieger oder Helikopter andere Waffensysteme komplett auszuschalten. Das heißt, keine Stromzufuhr mehr. Und es gibt auch verschiedene amerikanische Generäle, die haben sich Regeln aufgestellt, nachdem sie viele Jahrhunderte alle schon ihre Kriege geführt haben, die Völker. Regel Nummer 1, führe keinen Krieg mit Russland. Eindeutige Ansage. Warum soll ein General sowas sagen, wenn er noch irgendwo einen kleinen... Versucht doch mal, ich sag mal, ein bisschen abstrakt zu denken. Wenn Menschen so ihre Vorteile so noch sehen, noch einen kleinen Funken am Horizont, wenn ein General einen Funken am Horizont sieht, dann würde er diese Aussage nicht treffen, wenn er sich dem nicht sicher ist. Dazu sind sie da in solcher Position. Und deswegen sind wir auch nur noch ganz normale Bürger. Wir als Bürger können nur noch zusammenstehen. Wir sehen jeden Tag durch die Medien, jetzt zum Beispiel am Sonntag in Diskussionsrunden wie Anne Will im ersten abends. Also ich stelle in den letzten 3-4 Wochen extremst fest, obwohl ich vom Fernsehen bin ich geheilt, habe damit nichts zu tun, aber durch meine Kleine komme ich doch mal in den Genuss, noch mal ein paar Takte mitzugucken. Die Politiker reden sich auch nur raus. Und selbst Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getroffen haben, die heute offensichtlich an die Wand gefahren worden sind, das wird dann einfach mal so überspielt, ja, da haben wir mal einen Fehler gemacht. Ey Leute, pass mal auf, ihr geht dafür in den Knast, für solche Fehler. Oder wir werden bestraft, wir kriegen dafür einen Steuerbescheid oder Gebührenrechnung von X, wenn wir uns eine krumme Nummer erlauben. Wenn die Abrechnungssteuer nicht richtig gemacht wird, wenn die Gewerbesteuer nicht rechtzeitig abgeführt ist, da drohen sie dir gleich wegen 30 Cent. So, diese Burschen, die über uns Gesetze erlassen, können uns noch nicht mal erklären, wohin unsere viel Milliarden Steuergelder tatsächlich verbleiben. Irgendwie verschwinden dann so 2-3 Milliarden so ganz nebenbei, die kann merkwürdigerweise keiner recherchieren, obwohl ja jeder Knopfdruck an sich ja im Computer gespeichert ist. So oder so, ist das schon verdammt bedenklich. So, und wenn wir diesen Menschen noch weiterhin treuen Glauben schenken als Bürger, und das ist unabhängig, ob du dann Inder bist, Italiener, Türke, Deutscher, sonst was, haltet euch vor Augen, ihr habt alle ohne Ausnahme einen sogenannten Bundespersonalausweis in der Tasche. So. Und jetzt mal für die Ausländer hier im Land mal eine Botschaft von einem Deutschen. Ich bin Deutsch, laut einem Papier. Und jetzt haltet euch mal fest. An die lieben Ausländer hier in Deutschland und in Hamburg und auch für Außergrenzen außerhalb Deutschlands. Ich muss meine Staatsgehörigkeit daran beweisen, dass ich zu einer Ausländerbehörde gehen muss. Hier in Hamburg ist das die Amsingstraße. Und einen Staatszugehörigkeitsausweis beantragen müsste, um dann beweisen zu können, jawohl, ich verfüge über eine Staatsangehörigkeit. Weil der deutsche Personalausweis, so wie er ist, ist er nicht gültig, diese zu benennen. Und das könnt ihr auch googeln. Da gibt es verschiedene Aussagen auch von Staatsanwaltschaft und vom Justizministerium. Also, ihr braucht nur googeln die Frage... Die Staatsbürgerschaft Deutsch im Personalausweis, reicht die aus zur Anerkennung? Wenn ihr diesen Begriff nur googelt, werdet ihr feststellen, nein, wir sind staatenlos. Außer die, die aus dem Ausland hierher gekommen sind. Die haben ja noch eine. Die haben meistens auch eine doppelte Staatsbürgerschaft. Also, wir sind allein verraten, verkauft durch Regierungen seit 70 Jahren. Wir können unsere ganzen Vorurteile dem anderen gegenüber komplett beiseite schmeißen. Wir sollten dieses Arm- und Reichdenken besser dastehen, schlechter dastehen, auch einfach mal abblenden, weil so mit diesem Lebensstil, den die westliche Welt so weiterführt, müssen wir uns fragen, was wollen wir in 10 Jahren noch an echten Lebensmitteln noch essen auf dem Teller? Wirklich auf dem Tisch. Nicht? Weil dieser ganze Konsum, dieser ganze Egoismus durch die Selbstziele oder Eigenziele, die bringen den ganzen Planeten so oder so durcheinander. Das heißt, wollen wir zusammen überleben oder gemeinsam irgendwie nur von irgendwelchen wenigen Reichen kaputt gemacht zu werden? So, wir brauchen diese 1% Leute nicht.
Wir brauchen sie wirklich nicht. Wir brauchen eins, das Vermögen zu reich, zu arm umzuverteilen, auch weltweit in den Ländern, dann gäbe es auch keine Flüchtlingsströme. Seid da mal logisch, Leute, die reden jeden Tag von Milliarden Flüchtlingsgeldern, Milliarden. Wenn ich 20 Milliarden nehme und die komplett als eine Zahl direkt ins Land investiere, an die Menschen, in ihre Häuser wieder zurückbaue, an ihre Wasserleitung, den Strom wiederherstelle, mit 20 Milliarden machen wir aus Syrien ein Paradies. Ohne, dass wir jemals uns einen Flüchtling angucken können. Es ist eine Schande, dass Menschen zu einem anderen Flüchtling sagen müssen. Was ist das denn? Der Flüchtling ist nur dadurch geschaffen, weil einige wenige mit Geld, mit Konzernen und ihren Verbündeten, diesen schweinekriminellen Banken, den ganzen Planeten ausrauben und die Bevölkerung auf den jeweiligen Kontinenten verarmen und töten. Sie betreiben weltweit Genozid. Wir hatten die Rede von dem Mann hier vorher, das sind die Zionisten. So. Und die Regeln kommen aus der Knesset, aus Israel. Die sind bestimmt für die USA, die sind bestimmt für ganz Europa. Und am Sonntag war es auch ganz klar genannt, der engste Verbündete der EU ist Israel. Googelt einfach selbst die Aussagen und guckt euch die Taten der Politiker an. Nur an den Taten erkennt ihr den Menschen und vor allen Dingen an den Guten. Auf die achte ich persönlich am liebsten. So, schönen Abend noch. Danke.